Was geht ab, Fitnessfreunde? Es ist Showtime, die letzte Folge von Dodos Physik und gleichzeitig ist das Video zum Wettkampf. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Oldenburg, denn heute Abend muss man halt, dass man natural ist, unterschreiben. Hast du die Zettel mit? Abgeben, ja. Dodo hat schon ein bisschen gefilmt, denn heute hat er natürlich richtig viele Carbs gegessen. Und was er da gegessen hat, das seht ihr jetzt. Morgen ist der Wettkampf, bin jetzt mies am Laden. Kommen wir auch hier direkt zur ersten Mahlzeit. Maiswaffeln und noch Marmelade. Und dann muss ich auch schnell los. Haare schneiden, der Bart muss weg. Und in der Zwischenzeit muss ich natürlich das legendäre Ofenhähnchen machen. Ihr habt es ja in meinem Video gesehen, wie es funktioniert. Und noch Reis kochen. Mmh. Für euch nur ein Schnitt. Für mich ein paar Stunden. Hier ist noch das, was ich vorhin gegessen habe. Die Haribos, die habe ich im Auto noch nebenbei gesnackt. Ungefähr 200 Gramm. Und ich habe noch zwei Brötchen weg eliminiert. Und jetzt kommen gleich noch die Kollegen hier hinzu. Mit Mandelmilch. Es wird aufgeladen, was geht, Alter. Und ich freue mich auf das Ergebnis heute Abend, wie das aussieht. Das sind ja schon echt viele Carbs gewesen. Der Wettkampf ist Samstag. Davor war No Carb. Und Donnerstag und Freitag richtig viele Kohlenhydrate. Heute ist Freitag, also ballert er sich nochmal hier richtig viel Reis mit Hähnchen. Ich habe mir auch was zum Snacken geholt, bisschen Bulgur und Hähnchen. Wasser haben wir uns gerade geholt für die Fahrt und ein Proteinriegel. Wir fahren jetzt nach Oldenburg, wollen wir mal schauen, wie Dodo abschneidet. Könnt ihr Promo machen? Ja. So für Newcomer-Rapper und so? Ja, normal. Ja? Mach mal Promo. Okay, wie heißt du? Maniac und Aso 74 MPK. Ihr beide? Maniac MPK, Maniac unterstrich MPK, Ades unterstrich MPK und Aso 47 unterstrich MPK. Das ganze Team, Digga. Pow, pow, pow. Ja? Also bis jetzt muss man schon sagen. Ist schon krasse Konkurrenz. Liegt dran. Ja. Aber sieht schon gut aus. Bin ich schon echt krass aus. Morgen geht's los. Jetzt ist alles im trockenen T-Shirt. Brauchen wir erstmal ein paar Kornschlecks. Ja, Mann. Schade, ich dachte, wir sind da jetzt drauf. Einmal Athlet, einmal Coach. Ihr mit 99,3 Kilo eingewogen. Ich hab einfach vorm Laden 95. Prall wie ein Luftballon, ey. 5 Kilo Wasser im Muskel drin, ey. Wir haben jetzt eingecheckt. Kleines, aber feines Hotel. Last-Minute-Hotel. Wir haben natürlich vergessen, rechtzeitig zu buchen. Haben noch was Gutes bekommen. Sogar in der Nähe vom, da wo der Wettkampf stattfindet. Wir haben ein paar Konkurrenten schon getroffen. Die Konkurrenz ist sehr stark, aber auf jeden Fall sehr nett. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt ein bisschen was zu essen. Ein bisschen was für die Pralität. Cornflakes. Was sagt der Fahrstuhlcheck? Ja, dann kommen langsam wieder. Die waren durch die Flachheit komplett weg. Ja, und jetzt melden sie sich zurück. So, jetzt wird der Tag erstmal getrackt. Wir sind jetzt schon bei 402 Gramm Kohlenhydraten. Ah, da geht noch was. Easy, da geht noch einiges. Kilo Carbs geht. Die kenne ich gar nicht. Richtig krank, Mann. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Zini Minis sind auch geil. Lion Series sind heftig, aber die hattest du morgens schon heute, oder? Ja, und? Die nehmen wir auch mit. Cookie Crisps Bocken. Boah, das ist das, was die, du meinst, kennst, ne? Du die? Nutella Brote? Nee. Aber die haben zu viel Fett, Mann. Ja, die haben ein bisschen Fett, das stimmt. 8 Gramm auf 100, das ist richtig viel. Hier vielleicht die Unicorn Fruit Loops. Ja, mit denen hat Sepp geladen, ne? 3,5 Gramm Fett, das geht noch. Honey Pops wären auch heftig, ne? Wir können uns nicht entscheiden. Schreibt mal in die Kommentare, welche würdet ihr nehmen. Was sind eure Lieblings-Cornflakes? Für die Cornflakes würde ich zum Laden pflanzliche Milch empfehlen, zum Beispiel Mandelmilch. Gibt sogar Vanille. Ich glaube, das ist zu süß, weil die Cornflakes schon süß sind. Ja, okay, dann nimm 2 normale. Ich nehme jetzt einen Smoothie mit, aber für Dodo würde ich jetzt keinen empfehlen, unmittelbar vor dem Wettkampf, weil, wie gesagt, man weiß es nicht so. Laktose, Fructose, Weizen sind so Dinge, die sollte man nicht unbedingt essen. Kann zu Beschwerden kommen und ist halt nicht so schön so auf der Bühne. Warum nimmst du nicht den Schwarzen? Das ist deine Scheiße auch schwarz. Schwarzen haben sie abgeschafft. Ja, irgendwie ist er nicht mehr da, ne? Ja, du hast ihn weggeinfluenced. Hier könnte man sich natürlich sowas holen, aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen vom Wettkampf. So Linsen, Erbsen, Bohnen mit Blähung auf der Bühne ist da nicht so schön. Cornflakes, wenn, dann solltet ihr auf wenig Fett und hohen Vollkornanteil gucken. Ist zwar auch Weizen, aber wenn man da abgesichert ist, dass man keine Glutenunverträglichkeit hat, dann geht das schon klar. Und Dodo bevorzugt Maiswaffeln anstatt von Reiswaffeln, einfach geschmacklich. Was versuchst du da, Bro? Ich mache auch Sparflamme. Wir nehmen uns jetzt einfach hier diese Salatdings mit als Schüssel für den Cornflakes. Am besten 4 Stück für Cousin und Cousine auch noch. Voll wenig, ne? 600 Gramm Cornflakes. Wenig, 2 Packungen. Wie viele Packungen willst du heute essen, Digga? 4? Oh nee, Leute, wir haben was vergessen hier. Haribo. Dadurch, dass wir keine richtige Entwässerung gemacht haben, für Men's Physik braucht man das nicht unbedingt. Und auch beim Natural Bodybuilding ist das auch schon so ein bisschen out. Also einige machen es noch, andere nicht. Ja, dachte ich mir, dass wir die polnische Entwässerung machen und wollte ein paar kurze holen. Aber es gab leider keine gute Wodka-Marke dort, wo wir waren. Und
deswegen verzichten wir ganz drauf. Wenn man es so richtig macht, dann sollte man ja viel trinken und viel Salz und kurz vorm Wettkampf wenig trinken, kein Salz und viel Kalium. Ist aber dann irgendwann nicht mehr gesund, ne? Und das ist dann so die klassische Entwässerung. Haben wir jetzt nicht gemacht. Wir machen das natürlich alles. Ich gehe gleich nochmal kacken und dann geht das sowieso nochmal weg. Ja, so sieht abends Dodos Laden der Gewinner aus. Das ist übrigens Geheimtipp von mir, extra für Schwarze. Hawaiian Tropic Protective Dry Spray Oil mit 20er Sonnenschutzfaktor, damit er sich auf der Bühne nicht verbrennt. Er hat ungefähr von jeder Packung eine Hälfte genommen. Die Adern gehen schon ein bisschen crazy, Mann. Ist das jetzt deine Farbe für morgen? Ja, ich mache jetzt gerade mein Tanning. Ich dachte so, die alle werden schwarz, warum werde ich nicht weiß? Dieser Vlog wird legendär. Er guckt in den Spiegel und freut sich, ey. Bro, die Adern auf dem Bauch, die machen mich zu glücklich, du glaubst gar nicht. Zeig mal, dreh dich mal ins Licht. Kann man die sehen? Oh ja, jetzt so. Hier oben, und hier an der Seite. Gute Nacht. Gute Nacht, Bro. Scootiger. Ja, Mann, wir sind hier. Es geht los, Mann, es geht los. Es geht jetzt auf die Bühne. Ja, Mann. Wie viel Carbs hattest du eigentlich gestern? Gestern, ich glaube, ungefähr 1,5 Kilo. Und davor den Tag 700 oder 800 Gramm. Also ich habe schon mies geladen. Ja, Mann. Wobei man sagen muss, dass ich das auch gebraucht habe, weil nachdem ich den ersten Tag 800 Gramm Carbs gegessen habe, hat das nichts gebracht. Ja. War trotzdem noch flach wie sonst was. Und nach dem gestrigen Tag kam gestern Abend ist alles rausgekommen. Gestern ist auf alles Bauch, gekommen. Auf dem Bauch, auf dem Latt, ja, sogar auf den Oberschenkeln, obwohl man krank. Die nicht sieht. War bis jetzt eine geile Erfahrung, war richtig krass. Wer hätte das gedacht, dass ich das mal sage, aber war schon sehr, sehr gut. Will jetzt nicht zu viel vorentnehmen. Erstmal geht's rauf auf die Bühne und dann gibt's ja halt noch ein paar Backstage-Aufnahmen, weil O hat ja einen Coach-Pass, ne? Ja, Mann. Die Aufnahmen gibt es jetzt vom hinter der Bühne Wettkampf. Dodo wird sich jetzt konzentrieren müssen. Ich werde ein bisschen mitfilmen. Viel Spaß und jetzt nochmal hier. Aufgeregt? Ja, Mann, Todes. Ja! 176 müssen wir jetzt hören. Komm, 176. Komm.
Hat leider nicht gereicht für die Top 6, aber Top 12. Sehr schön, Mann. Wir sind alle stolz auf ihn. Erster Wettkampf. Krasse Form rausgeholt. Respekt, Digga. Da haben wir die Top 6. Echt gute Jungs. Direkte Reaktion, was sagst du? Digga, direkte Reaktion ist enttäuschend, Alter. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir durchaus bei weitem mehr erhofft. Ich habe dich auf jeden Fall in der Top 6 gesehen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Natürlich will man Erster werden. Jeder will Erster werden, sonst würde er nicht antreten. Aber naja, ich war auch schon der Größte und der Schwerste, ne? Mit 99 Kilo eingewogen, Freunde. Der Größte, der Schwerste, vielleicht sogar der Jüngste. Einer der Jüngsten mit 20, also er hat alles noch vor sich. Ey, es ist geschafft. Wir waren auf der Bühne, da wollen wir gar nicht negativ reden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns so krass unterstützt habt. Das hat ehrlich so, so, so viel Kraft gegeben, ehrlich, ohne Scheiß. Das rede ich hier direkt von meinem Herzen, das ist einfach so, das ist... Es hat uns Spaß gemacht, das mega zu drehen. Genau. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht, seinen Weg zu verfolgen. Er hat alles super gemacht. Danke, und Mann. Ich würde sagen, ja, nächstes Mal wird es besser. Wer weiß. Vielleicht, nächstes Mal. Erstmal ein bisschen gegessen, es kommen ein paar Essensvideos und so weiter auf euch zu. Genau, also aktuell werde ich noch nichts dazu sagen, ob ich jetzt nochmal starten werde oder nicht. Das weiß ich selber nicht, aber... Ja, mal schauen. Man sagt niemals nie. Es kann immer verrückt kommen. Und ich bin immer für verrückte Sachen zu haben. Ihr kennt mich ja, aber mal schauen. Danke an alle, die uns supportet haben. Vielen, vielen Dank. MyProtein, Gym Nutrition, Amas natürlich. Danke an die GmbF und an alle Athleten. Hat mega Bock gemacht mit euch Backstage war richtig und stark, so. Mann. Ja, Glückwunsch an die Gewinner. Glückwunsch an die Gewinner, ja, Mann. Grüße gehen raus, sehr stark. Das war Dodos Physik. Danke, dass ihr die Serie verfolgt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn ihr sie verpasst habt, alle Folgen nochmal anschauen. Und Dodos Kanal abonnieren und ihn zu supporten. Ende. Denn das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang, Bro. Jetzt erstmal zu McDonald's natürlich. Diät muss belohnt werden. Erstmal lade. Weiterladen. Wahnsinn, das ist gut. So lecker, Mann. Mmh.